Es handelt sich auch nicht darum, auf die Gedanken zu achten, sondern es geht darum, die Gedanken abzustellen, um vor dem unbewegten, feinkörnig monotonen Hintergrund, so wie beim Wolkenbetrachten, es zuzulassen, welche Interpretationen der Geist wohl gießen unbedeutsamen, bedeutungslosen, sinnlosen Konturen beilegen möchte, um dann darauf zu schließen, rückzuschließen, was im Hintergrund der Gedanken den Geist beschäftigt, welche Bildnisse, welche Allegorien und am Schluss welche Chiffren, Botschaften da hochkommen. Selbst bei unbewegtem Blick bewegt sich etwas im Sichtfeld, denn der Augapfel wandert hin und her und bei entsprechenden Mouchevolants und Trübungen des Glaskörpers sind da kleine Gespinste über den anderen Gespinsten darüber gelegt, die hin und her wandern.